Liebe Parteifreunde, jetzt muss ich meine Zeit am Anfang dafür nutzen, dass das ein Missverständnis ist. Ich habe vor einer Woche sowohl das polizeiliche Führungszeugnis ganz aktuell, das keine Eintragungen enthält, als auch eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung in der Landesgeschäftsstelle während einer Vorstandssitzung abgegeben. Und heute habe ich nachgeliefert die Erklärung nach 19 Bundessatzung und die Erklärung, dass ich bereit bin, in die Liste aufgenommen zu werden. Keine Ahnung, weshalb es nicht vorliegt. Ja, Zeit habe ich gestoppt derweil. Bitteschön. Gut, dann nochmal. Liebe Parteifreunde, kurz zu meiner Person. Ich bin im März 2013 in die AfD eingetreten. Ich war zuvor Mitglied der CDU, das, was man wohl eine Karteileiche nennt, und habe mich dann im ersten Jahr als stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes Köln, im zweiten Jahr als Sprecher des Kreisverbandes Köln und seit August 2015 als stellvertretender Landesvorsitzender in die Parteiarbeit eingebracht. Ich habe zusätzlich am Anfang mitgearbeitet im Arbeitskreis Europäische Union. Damals gab es noch Arbeitskreise, nicht wie heute die Landesfachausschüsse. Und das ist deswegen wichtig, und ich betone das deswegen, denn wir hatten damals viele Themen schon als AfD. Wir hatten von Anfang an eine Regelung, Begrenzung der Zuwanderung beziehungsweise ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild propagiert. Wir hatten propagiert den Euro, keine Frage. Wir hatten viele Themen, auch die Bildung. Wir haben uns gegen das erneuerbare Energiegesetz gewandt. Aber wir haben ein zentrales Thema am Anfang für manche Leute gehabt, zum Beispiel für meine Person. Das war das Eintreten gegen einen EU-Superstaat. Das war das erste Mal, dass eine Partei etwas gemacht hat, was bei allen anderen Parteien Konsens war, zu sagen, nein, das europäische Projekt, so wie es jetzt vorangetrieben wird, ist nicht mehr unser Projekt. Die AfD ist 2013 angetreten und hat gesagt, wir wollen keinen Zentralstaat. Wir wollen keinen Staat, in dem wir Ameisen in einem 500 Millionen Menschenkonstrukt sind. Wir wollen Demokratie. Die EU hat ein unglaubliches Demokratiedefizit. Wir wollen Rechtsstaat. Die EU hält sich nicht an ihre eigenen Regelungen. Und da muss ich nicht mal die Euro-Rettungsschirme und alles andere bemühen. Da muss ich einfach nur bemühen, dass die EU 1992 im Zuge des Vertrages von Maastricht in ihre Vertragsregelungen eingefügt hat, das Subsidiaritätsprinzip. Dass bitte nicht zentralistisch regiert werden soll, sondern dass immer die kleinste Einheit, wenn es denn möglich ist, dieses übernehmen soll, was zu tun ist. Und sie hält sich nicht daran. Sie hält sich überhaupt nicht daran. Das Gegenteil ist der Fall. Seit 1992 wird jeder mögliche Politikbereich zentralisiert und vergemeinschaftet. Und das muss angeprangert werden. Und jetzt haben wir einen Bundestagswahlkampf, in dem zwei Personen als Spitzenkandidaten der großen Parteien zur Wahl stehen. Nämlich Martin Schulz für die SPD und Angela Merkel für die CDU. Und das sind genau zwei Gesichter, die für diesen Zentralstaat stehen, die nämlich für die Abschaffung dieses Landes stehen und das Aufgehen in einem europäischen Zentralstaat. Und wir werden uns dagegen wehren. Und da muss ich mal ganz kurz was zitieren, was Frau Merkel vor zwei Wochen bei ihrem Polenbesuch gesagt hat. Wir als AfD wollen eine Veränderung der Europäischen Union, nicht mehr diese Europäische Union. Wir wollen Rückführung von Kompetenzen. Und das will im Übrigen auch die polnische Regierung und hat das bei diesem Staatsbesuch klargemacht. Frau Merkel hat daraufhin Folgendes zu Protokoll gegeben. Ich kann mir im Augenblick auch nicht vorstellen, dass man eine realistische Möglichkeit hat, hier irgendwelche Dinge zurückzudrehen. Liebe Frau Merkel, wann, wenn nicht jetzt? Wir haben den Brexit erlebt. Sie müssten auch sehen, dass die ganzen europäischen Völker dieses Projekt nicht mehr emotional unterstützen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wenn man jetzt nicht erkennt, dass hier was falsch läuft, wenn man sogar jetzt nicht sagt, nein, jetzt müssen wir es zurückdrehen, dann kann das nur eine Folge haben. Man ist nämlich der Auffassung, niemals wird etwas zurückgedreht. Und dann muss ich einfach nur kurz auf Stuttgart verweisen, wo wir unseren Bundesparteitag haben. Da gab es einen euphorischen Moment. Viele werden das in Erinnerung haben, die in Stuttgart waren. Da wurde nämlich genau beschlossen, was wir diesbezüglich in unser Bundesprogramm schreiben. Und wir haben reingeschrieben, dass wir eine Veränderung, eine Reform der Europäischen Union wollen. Und wenn das nicht geht, wenn es da komplette Verweigerung gibt, dann geht kein Weg dran vorbei, diese Europäische Union aufzulösen oder als Deutschland auszutreten und es neu zu gründen. Zum Demokratieverständnis der Altparteien ganz kurz noch ein Beispiel. Ich bin auch seit 2014 im Kölner Rat. Wir haben den Bundesparteitag am 22. April. Jeder weiß, was da mittlerweile alles an gesellschaftlichen Gruppen organisiert wird, um Diensten zu boykottieren. Und es hat sich auch Frau Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, geäußert. Und da schicke ich mal ganz kurz vorneweg. Dieser Bundesparteitag ist ein Recht
das die AfD hat. Aber es ist nicht nur ein Recht, einen Bundesparteitag auszuführen, es ist eine Pflicht. Das deutsche Parteiengesetz sieht vor, dass fundamentale Dinge in deutschen Parteien auf einem Parteitag geregelt werden und nur dort. Das heißt, es ist tiefdemokratisch, innerparteiliche Demokratie, was dort stattfindet. Und sowohl Frau Reker als auch der Kölner Rat mit allen Fraktionen, die es dort gibt, außer der AfD, hat sich da umfangreich beschäftigt und hat Folgendes im Wortlaut von sich gegeben. Ich lese es vor. Frau Reker sagte: Es sei unerträglich, dass unsere Stadt als Bühne für die Selbstdarstellung einer Partei missbraucht werden soll. Und der Rat sagte, es sei eine Provokation. Und dann derselbe Wortlaut. Unsere lieben Demokraten von den anderen Parteien nennen also dieses Recht und diese Pflicht, auf Bundesparteitagen innerparteiliche Demokratie stattfinden zu lassen, Bühne für die Selbstdarstellung einer Partei. Das ist entlarvend und das werden wir euch immer wieder vorhalten, was ihr für Demokratieverständnis habt. Die Zeit ist eng. Ich wollte eigentlich noch kurz anreißen, kann ich's, darauf eingehen, was wir gerade beim Ausländerwahlrecht erleben, was die Friedrich-Ebert-Stiftung diesbezüglich von sich gegeben hat. Jeder hat es mitbekommen. Mittlerweile gibt es auch einen Gesetzentwurf im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Kommission gehabt und die nannte sich im Übrigen Ergebnisse einer Expert-Innenkommission der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hat Folgendes zutage gefördert: Wahlrecht ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Zum Demokratieprinzip gehört, dass Menschen, die dauerhaft in einem Land leben, sich dort an demokratischen Entscheidungen beteiligen können. Nein, liebe SPD, zum Demokratieprinzip gehört, dass das deutsche Staatsvolk sich an demokratischen Entscheidungen beteiligen kann. Und genau dafür tritt die AfD ein. Liebe Freunde, wir haben viel größere Zustimmung im Volk für unsere Themen, als wir denken. Das erfährt jeder, der persönliche Gespräche führt. Der Großteil dieser Bevölkerung in diesem Land ist an unserer Seite. Wir müssen das denen nur gut und so gut wie möglich vermitteln. Wir stehen für Recht, wir stehen für Freiheit, wir stehen für Demokratie und wir stehen vor allem für den Erhalt des Nationalstaates, für ein Europa der Vaterländer. Dafür will auch ich kämpfen und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, 5 Fragen an den Kandidaten Haug zu stellen. Da ist auch schon die erste Frage. Bitte schön. Ja, Schick, Kreisverband Düsseldorf. Herr Haug, Austritt, es gibt ja, um die Verhältnisse in Europa zu ändern, auf rechtlicher Grundlage 2 Möglichkeiten. Entweder den Totalaustritt und Beginn von Neuverhandlungen via Neumitglied oder Änderungskündigung. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Euro. Ist das eine realistische Möglichkeit und ist sie rechtlich auch wasserdicht? Nee, also wenn Sie mich fragen, wenn es zu diesem Punkt kommt, wobei ich hinzufüge, nicht, dass das jetzt auch falsch in der Öffentlichkeit rüberkommt, wir als AfD drängen nicht auf diesen Punkt. Wir wollen das eigentlich gar nicht, primär zumindest nicht. Wir wollen eigentlich, dass diese EU wieder zurückgeführt wird auf das, was wir wirklich alle wollen, eine Zusammenarbeit europäischer Völker, Binnenmarkt zum Beispiel. Aber wenn es sich nicht ändern lässt, dann wird an diesem Austritt oder gar einer Auflösung und Neugründung der Europäischen Union kein Weg vorbeiführen. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Damit hat im Übrigen die AfD einfach nur auch mal einen Pflock eingeschlagen beim Grundsatzprogramm. Dieser Pflock war aber wichtig, um zu zeigen, wenn diese Drohung in Anführungszeichen am Ende nicht steht, wir sehen doch, was passiert. Sie lernen es nie, nicht mal durch den Brexit. Wenn man am Ende immer nur mit leisen Tönen sagt, wir sollten hier was reformieren, dann werden wir das nie durchsetzen. Das heißt, diese Frage am Ende, ob diese Gesamtunion dann wirklich in Frage gestellt wird, und das wäre ein Austritt, die muss man stellen. Die Zeit ist dann um und dann gibt es eine zweite Frage. Ist die Möglichkeit für eine zweite Frage? Ich sehe aber keine. Dann herzlichen Dank an den Kandidaten Haug. Ich bedanke mich. Stimmen insgesamt 331. Es sind ungültige Stimmen wiederum 0. Es sind Enthaltungen bitte 2. Es sind Nein-Stimmen 23. Insofern die 331 minus die 2 Enthaltungen sind wir bei 329.
geteilt durch 2 und nach oben aufgerundet bedeutet, dass das Quorum 165 Stimmen ist. Und von den beiden Kandidaten hat erreicht die Frau Kunzelmann 63 Stimmen und der Herr Jochen Haug 243. Die Wahlkommission und ich stelle fest, dass Jochen Haug die erforderliche Mehrheit erreicht hat. Und ich frage Herrn Haug, legen Sie die Wahl an. Er eilt nach vorn. Erst anschalten. Ich nehme die Wahl an und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Vertrauen. Herzlichen Glückwunsch.